Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 36 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Und heute geht es um den norwegischen Autor Henrik Ibsen und sein Stück Nora oder ein Puppenheim. Zunächst etwas zu Henrik Ibsen. Henrik Ibsen wurde geboren am 20. März 1828 in Skien an der norwegischen Südküste. Gestorben ist er am 22. Mai 1906 in Kristiania, heute Oslo. Er war Sohn eines Kaufmanns, seine Mutter war eine Rederstochter und die Familie gehörte zur High Society von Skien. Skien war bis ins 19. Jahrhundert hinein eine der reichsten Städte Norwegens. Henrik war das älteste Kind. Er hatte noch drei Brüder und eine Schwester. Wuchs wohlbehütet auf, reich. Der Abstieg der Familie kam erst, als er nicht mehr im Elternhaus wohnte, in den 50er Jahren. 16-jährig machte er eine Lehre bei einem Apotheker und in dieser Zeit begann er schon schriftstellerisch zu arbeiten. Er las viel und er hatte eine Liebesbeziehung zu einer 10 Jahre älteren Dienstmagd, die 1848, also als Henrik Ibsen 20 Jahre alt war, einen unehelichen Sohn von ihm auf die Welt brachte. Ibsen leistete Unterhaltszahlungen, aber er hatte kaum Kontakt zu diesem Jungen. Ab 1850 wohnte er dann in Oslo, kam in intellektuellen Kreise, hatte einen Kontakt zur Arbeiterbewegung, die ja damals in dieser Zeit beginnt, als die industrielle Revolution immer mehr diese neue Personengruppe in Europa schafft, den Proletarier. Er beschäftigt sich mit norwegischer Geschichte und Kultur und steuert Werke bei zum Aufbau eines norwegischen Nationaltheaters. Er unternimmt Studienreisen nach Kopenhagen und Dresden, arbeitet 1857 mit an der Theaterleitung des Osloer Theaters. Und ein Jahr später heiratet er. Aus dieser Ehe wird dann auch ein Sohn hervorgehen. 1862 macht dieses Theater Konkurs und Ibsen verlässt Norwegen. Er geht zuerst nach Italien, schließlich nach Deutschland und wohnt dann in Dresden und München. Und ab den 1870er Jahren, kann man sagen, ist er einer der angesagtesten Theaterschreiber, den die deutschen Bühnen kennen. Ich erwähne einige seiner berühmtesten Dramen. Peer Gynt, 1867. Stützen der Gesellschaft, 1877. Nora, 1879. Gespenster 1881 und Die Wildente 1884. Das Thema seiner Theaterstücke ist in der Regel die Aufdeckung einer Verfehlung, auch eines Verbrechens in der Vergangenheit. Wir befinden uns ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und da kommt ja ein neues Genre auf, der Krimi, die Kriminalliteratur, Sherlock Holmes. Und nun wird auch auf dem Theater sehr oft dieses Schema angewandt, dass im Laufe des Stückes ein Vergehen enthüllt wird, was vor dem Beginn des Stückes liegt. Eines der ersten Beispiele ist der zerbrochene Krug von Kleist, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann ganz wichtig, die Psychologie der Helden. Ibsen ist ein hervorragender Schilderer der Psyche eines Menschen, des Unbewussten, des Verdrängungsprozesses und dann der
allmählichen Erkenntnis, was da im eigenen Leben auch da war und enthüllt werden muss. Es sind in der Regel eben Enthüllungsdramen, Entdeckungsgeschichten, vergangene Skandale, wie ganz groß eben in den Gespenstern, wo es darum geht, dass ein Mann sich mit Syphilis angesteckt hat und das auf seine Frau überträgt und auf den Sohn. Das sind seine Themen, gesellschaftskritische Natur, und darin ist er wirklich ein Meister gewesen. 1881 kehrt er dann nach Norwegen zurück, erhält dort bereits sehr viele Ehrungen. 1901 erfolgt der erste Schlaganfall, er ist halbseitig gelähmt und stirbt dann eben am 23.05.1906 in seiner Wohnung. Ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt, der Todestag war der 23.05.1906. Er hat sehr viele Ehrungen erhalten, schon zu Lebzeiten, und auch nach seinem Tod sind seine Stücke aufgeführt worden international auf den Bühnen. Seit 2008 gibt es den internationalen Ibsenpreis, der in Oslo verliehen wird. Ein Thema ist mit einem Wort zu beschreiben, das in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, nämlich die Lebenslüge. Das ist ein Begriff, der von Ibsen in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt wurde und eine Doppelmoral zeigt. Das Fürwahrhalten einer Sache, die nicht wahr ist, aber das Leben erträglich macht. Und das Motto ist, es ist eine Lüge. Diese Lebenslüge entspricht nicht der Wahrheit des Helden, aber sie macht das Leben auch für ihn erträglich. Er ist dadurch nicht suizidgefährdet. Es gibt berühmte Lügen, und Sie werden sie wahrscheinlich auch aus Ihrer näheren Bekanntschaft doch immer wieder kennen, dass irgendjemand zum Beispiel sagt, eine Frau zum Beispiel, ja, wenn ich nicht geheiratet hätte und nicht Kinder bekommen hätte, dann wäre ich eine große Schauspielerin geworden oder Pianistin oder was auch immer. In der Wildente schreibt Ibsen: Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge und Sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das Glück. Manchmal muss man sich selbst belügen, um mit dieser Lüge dann eben sehr gut leben zu können. Wir befinden uns, wie gesagt, am Ende des 19. Jahrhunderts, in der die Wahrheitssuche, die Möglichkeit, die Wahrheit zu finden, wieder mehr in Frage gestellt wird, nachdem sie Anfang des 19. Jahrhunderts mit Hegel eindeutig positiv beantwortet wurde. Hegel hat ja die Wahrheitsfindung und die Möglichkeit einer Wahrheitsfindung wieder ins Spiel gebracht. Eine Wahrheitsfindung, die mit Kant und dem Ding an sich verloren gegangen war. Nun, Ende des 19. Jahrhunderts, kommt es wieder zu einer generellen Kritik an der Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen, und darüber hinaus überhaupt an dem Gedanken der Wahrheit als solcher. Friedrich Nietzsche wehrt sich überhaupt gegen die Vorstellung, dass es eine Wahrheit an sich geben soll. Die Verdoppelung der Welt in ein transzendentes An-sich-Sein und eine Erscheinungswelt, die noch eben deutlich bei Kant zu spüren ist und bei allen eigentlich nachfolgenden Philosophen des frühen 19. Jahrhunderts, gerät nun ins Wanken, und diese
Doppelung der Welt, in Transzendent und Erscheinungswelt, gerät in die Krise und damit auch der Gedanke der Wahrheit an sich. Nietzsche wird schließlich formulieren, warum auch immer Wahrheit? Muss man denn immer sozusagen auf der Suche nach der Wahrheit sein? Die Wirklichkeit des Menschen ist eine subjektiv bedingte Wirklichkeit. Es gibt aber gar keine Objektivität. Sie ist verloren gegangen in der modernen Welt nach Nietzsche. Und man kann sich nun sozusagen eine Wirklichkeit auch in Form einer Lebenslüge zurechtzimmern und schmieden, die das Leben sinnvoll macht, die es gut macht. Man legt sich die Welt zurecht und lebt in ihr. Aber wenn diese Lebenslüge dann aufgedeckt wird, dann kommt es zu einer großen Krise, die suizidal enden kann mit dem Selbstmord, aber auch konstruktiv, nämlich, dass sie ein neues Leben ermöglicht, dass man in einer neuen Wahrheit, in einer neuen Wirklichkeit ein Leben findet mit einer neuen Lebenslüge vielleicht. Nora oder ein Puppenhalm ist nun genauso ein Stück, in dem eine junge Frau so eine Krise erlebt, mit ihrer Lebenslüge konfrontiert wird und daraus einen Schluss zieht, aufbricht aus ihrem alten Leben in ein neues Leben und in eine noch ungewisse Zukunft. Nora oder ein Puppenhalm, 1879 zum ersten Mal aufgeführt am 21. Dezember in Kopenhagen, in einer kleinen privaten Aufführung, in der noch der Schluss geändert werden muss, denn im Stück selbst, im Original, in der Originalfassung, verlässt Nora ihren Mann und ihre Kinder. Das war Ende 79 undenkbar, eine Mutter, die ihre Kinder verlässt. Erst 1880 in der Aufführung, die dann in München stattgefunden hat, wird dieser Schluss dann auf die Bühne gebracht. Nora verlässt ihren Ehemann Helmer und ihre Kinder. Also, worum geht es in dem Stück? Nora ist verheiratet mit dem Advokaten Thorwald Helmer. Sie sind seit 8 Jahren verheiratet, sie haben 3 Kinder. Sie leben in einer bürgerlichen, mittelständischen Wohnung und Haushalt. Es ist die Weihnachtszeit und genau zu dieser Zeit hat Thorwald erfahren, dass er der zukünftige Bankdirektor werden wird. Die ganze Familie freut sich, weil nun die Geldschwierigkeiten der Familie zu Ende sind. Nora freut sich sehr. Sie ist eine, wie ihrem Ehemann sagt, leicht verschwenderische Person, die gern Geld ausgibt für ihre Lieben, für ihren Mann, für ihre Kinder, die Süßigkeiten nascht. Und Thorwald ermahnt sie immer, keine neuen Schulden zu machen und sparsam zu leben. In diese Vorbereitung für Weihnachten kommt eine Freundin zu Besuch, Christine Linde, die Nora seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Christine Linde ist inzwischen verwitwet und hat nach dem Tod ihres Mannes in äußerster Armut gelebt. Und als Christine nun erfährt, dass Noras Mann Bankdirektor werden soll, bittet sie ihre Freundin doch vielleicht für eine Stelle für sie zu sorgen, damit sie etwas mehr Geld zur Verfügung hat und besser leben kann. In diesem Gespräch schildert Nora, wie Thorwald am Anfang ihrer Ehe, also vor 8 Jahren, sich überarbeitet hat, schwer krank geworden ist
Und dass die Ärzte damals gesagt haben, nur eine Reise in den Süden kann ihn retten. Und sie, Nora, habe Geld für diese Reise aufgetrieben und ihrem Mann das Leben gerettet. Sie verschweigt in diesem Gespräch etwas, was sich eben nachher herausstellen wird, das Vergehen, was vor Beginn des Stückes liegt. Nora hat nämlich heimlich ein Darlehen aufgenommen bei dem Rechtsanwalt Krogstad. Und um dieses Darlehen zu bekommen, verlangte Krogstad eine Bürgschaft. Ihr Vater, Noras Vater, sollte diese Bürgschaft geben, lag aber damals schon im Sterben und es war Nora unmöglich, ihren todkranken Vater aufzusuchen und ihn um dieses Darlehen zu bitten. In ihrer Not, und sie weiß sich nicht mehr anders zu helfen, fälscht sie die Unterschrift ihres Vaters auf diesem Schuldschein. Sie bekommt das Darlehen, kann mit Torvald dann in den Süden reisen. Und ihr Mann glaubt bis zu diesem Zeitpunkt, dass der Vater die Reise bezahlt habe. In dem Moment kommt Krogstad in die Familie und er macht nun auf Nora Druck, dass sie sich für ihn einsetzt. Er hat erfahren, dass eben Helmer der neue Bankdirektor werden soll. Und er selber hat in seiner größten Not vor Jahren eine Unterschrift gefälscht. Und Krogstad bittet nun Nora, dass sie sich bei ihrem Ehemann für ihn einsetzen soll, dass er wieder zu Ehren kommen kann, dass er wieder Geld verdienen kann. Er hat Kinder, er ist verzweifelt. Er hat sozusagen das gleiche Verbrechen begangen, aus der gleichen Notlage heraus wie Nora selbst. Nora setzt sich für ihn ein, aber Torvald weigert sich vehement, Krogstad wieder einzusetzen. Er habe, wie gesagt, Unterschriften gefälscht und das sei eines der schlimmsten Verbrechen, die man überhaupt begehen könne als Ehrenmann. Außerdem habe er beschlossen, dass Noras Freundin Christine eben bei ihm angestellt wird und so ist für Krogstad schon überhaupt keine Stelle frei. Nun schreibt Krogstad einen Brief an Helmer und eröffnet darin Noras Schuld. Es kommt im Folgenden zu seinem Zusammentreffen zwischen Krogstad und Christine Linde und es stellt sich heraus, dass die beiden mal sehr verliebt ineinander waren und auch Christine aus einer Not heraus einen anderen Mann heiraten musste. Nun, nach dem Tod beider Ehepartner, sowohl des Ehepartners von Krogstad als auch von Christine, können die Liebenden wieder zusammenkommen. Krogstad ist auch nun der Ansicht, dass er eben Nora nicht verraten wird. Die Liebe hat ihn übermannt, aber Christine bittet Krogstad doch den Brief und den Schuldschein und das Bekenntnis der Schuld Noras, Torvald zu eröffnen. Es sollten keine Heimlichkeiten zwischen den Ehepartnern sein. Die Lebenslüge sollte offenbar werden. Es kommt tatsächlich dazu, dass Torvald den Brief liest, Noras Schuld erkennt, Nora entsetzlich beschuldigt, sie heruntermacht und Nora schockiert ist von dem Hass und der Verachtung, die ihr Mann ihr nun entgegenbringt. Und auf diesem Tiefpunkt kommt nun hinein ein Brief Krogstads mit dem Schuldschein und der gefälschten Unterschrift. Helmer kann diesen Schuldschein zerreißen, wirft ihn ins Feuer, die Schuld ist erloschen und Torvald vergibt Nora. Jetzt, wo diese Schuld nicht mehr beweisbar ist und er seine weiße Weste vor der Gesellschaft behalten kann, vergibt er Nora. Und in dem Moment erkennt Nora die Lebenslüge. Das ganze verlogene Netz ihrer Ehe.
Sie erkennt, dass sie von ihrem Mann wie ein Püppchen gehalten wurde und sie verlässt Thorwald. Sie will sich auf die Suche machen nach ihrem eigenen Selbst. Wer bin ich und wie stehe ich in dieser Gesellschaft, die eine Tat, die aus den besten Motiven heraus geschah, nicht für richtig hält? Was ist richtig? Wer hat recht? Die Gesellschaft oder ich? Das ist das Ende des Stücks. Nora verlässt ihre Familie und ihre Kinder. Das war wirklich skandalös in jener Zeit und wäre es vielleicht auch in unserer heutigen Zeit doch immer wieder. Schauen wir uns das Stück noch ein bisschen genauer an. Wie gesagt, es ist die Weihnachtszeit, das Fest der Liebe, der Harmonie, der Familie. Wie wir wissen, ist die Weihnachtszeit oft der Albtraum aller Familien, weil es hier sehr häufig dann zum Streit kommt. Alle strengen sich an, eine Harmonie herzustellen und dann erst recht geht's schief. Thorwald hat schon einen sprechenden Namen. Thor, herrscht, der oberste Gott der germanischen Religion herrscht und er ist wirklich nun ein Herrscher, der seine Frau auch im Griff hat. Für Helma ist seine Frau ein Püppchen, ein Vögelchen. Er sagt, zwitschert da draußen die Lerche oder auch das Eichhörnchen, poltert da das Eichhörnchen herum. Er nennt sie meinen lockeren Zeisig, ein Vögelchen, meine liebe kleine singende Lerche, mein Singvögelchen oder auch du kleine hilflose Person. Thorwald liebt es, wenn Nora ihm vortanzt und sich verkleidet und deklamiert und auf diesem Fest vor Weihnachten wird sie sich dann auch verkleiden und die Tarantella für ihn tanzen. Einmal sagt er zu ihr, jetzt spricht meine Lerche wie ein vernünftiger Mensch. Also das ist eine große Ausnahme, dass er von seiner Frau sozusagen etwas Vernünftiges hört. Er nennt sie, oh du entzückendes, reizendes Weibchen, mein teuerstes Gut soll ich nicht ansehen, all die Herrlichkeit nicht ansehen, die mir gehört, mir ganz und ausschließlich. Er ist nach dem Fest leicht angetrunken und er will mit ihr schlafen und geht sie auch sexuell an. Und das zeigt, er versteht Nora wirklich als seinen Besitz, als die Frau, die er jederzeit in Anspruch nehmen kann. Als nun Noras Schuld herauskommt und der Fakt, dass sie eine Unterschrift gefälscht hat, beschimpft er sie entsetzlich. Und vor allem zeigt er ihr, dass eine Frau, die so ein Verbrechen begangen hat, niemals Kinder erziehen darf. Er sagt, aber die Kinder darfst du mir nicht erziehen, die wage ich dir nicht anzuvertrauen. Und als dann der Schuldschein kommt und er ihn zerreißen kann, sagt er, ich habe dir alles verziehen. Und er ist sogar zu folgenden Worten bereit, die sehr bezeichnend sind für seine Einstellung gegenüber seiner Frau. Er sagt, du hast mich geliebt, wie eine Frau ihren Mann lieben soll. Es fehlte dir nur an der nötigsten Einsicht zur Beurteilung der Mittel. Aber glaubst du, dass du mir weniger teuer bist, weil du nicht selbstständig zu handeln verstehst? Nein, nein, stütz dich nur auf mich. Ich will dir Berater, will dir Führer sein. Ich müsste kein Mann sein, wenn nicht gerade diese weibliche Hilflosigkeit dich doppelt anziehend in meinen Augen machte. Für den Mann liegt etwas unbeschreiblich Holdes und Befriedigendes in dem Bewusstsein seiner Frau vergeben zu haben. Ist sie doch gewissermaßen in doppeltem Sinne dadurch sein eigen geworden, als hätte er sie zum zweiten Male in die Welt gesetzt. Sie ist sozusagen sein Weib und sein Kind geworden. In diesen Worten
wird das ganze Ausmaß seiner Geringschätzung der Person seiner Frau deutlich. Sie ist ein Püppchen für ihn, ohne Verstand, moralisch gefährdet. Er muss ihr Führer sein. Und er bestimmt, was sie tun und lassen darf, aber sie ist eigentlich eben nicht fähig, die Kinder zu erziehen. Was dann Noras Entschluss, auch die Kinder zu verlassen, erleichtern wird, weil sie selber schon vorher in eine Krise geraten ist. Kann ich Kinder erziehen, wenn ich so gelogen habe, wenn ich ein solches Verbrechen begangen habe? Noras Lebenslüge besteht nur darin, dass sie von der Liebe ihres Mannes überzeugt war. Sie glaubte fest daran, dass er sein Leben für sie hingeben würde. Sie glaubte daran, dass ein Wunder geschehen würde, wenn er von ihrem Vergehen erfahren würde, dass er die Schuld auf sich nehmen würde, um sie zu retten. Das Wunderbare werde geschehen. Sie weiß, dass sie alles nur aus Liebe getan hat, aber sie ist nun auch tatsächlich eine Frau, die so in Unselbstständigkeit erzogen worden ist, dass sie die Realitäten der Gesellschaft nicht erkennt. Sie handelt tatsächlich unüberlegt. Sie ist eine Tagträumerin. Sie kennt die Gesetze der Gesellschaft nicht. Und dementsprechend wird sie auch von anderen behandelt. Auch ihre Freundin behandelt sie geringschätzig. Also als Nora einmal der Freundin gesteht, dass sie eben sehr hart hätte arbeiten müssen in dieser Ehe, nämlich Handarbeiten, Häkeleien, Stickereien und dergleichen, so sagt sie zunächst, da sagt Linde darauf, Christine Linde, du lieber Gott, das bisschen Hausarbeit und dergleichen, du bist ein Kind, Nora. Nora antwortet darauf, sie habe Großes getan, das ist der Hintergrund, dass sie eben das Geld aufgetrieben hat, aber sie ist zu dem Moment, gesteht sie es ihrer Freundin noch nicht. Sie ist letztlich eine mutige Frau. Sie glaubt, dass Thorwald stolz auf sie wäre, wenn er wüsste, was sie für ihn getan hat. Und nach erfährt der Zuschauer auch, dass Nora tatsächlich sehr viel getan hat in dieser Familie. Sie hat sehr sparsam gelebt, so wie sie das vermochte. Und sie hat zum Beispiel heimlich nachts Schreibarbeiten angefertigt und Geld verdient, ohne dass es Thorwald merkte, ohne dass es überhaupt einer merkte. Und so ist das Urteil ihrer Freundin und ihres Mannes eben vollkommen ungerecht. Nora ist erzogen worden wie eine Puppe. Sie wird von ihrem Mann wie eine Puppe behandelt und sie erzieht ihre Kinder zu Püppchen. Nora kauft ihrer Tochter zu Weihnachten eine Puppe und einen Puppenwagen. Sie spricht über ihre Kinder als solche kleinen, netten Püppchen. Und sie erkennt, dass Papa sie selbst zum Puppenkind gemacht habe und mit ihr gespielt habe, wie ich mit meinen Puppen spielte. Sie sagt zu Thorwald, unser Heim ist nichts anderes als eine Spielstube gewesen. Hier bin ich deine Puppenfrau gewesen, wie ich zu Hause Papas Puppenkind war. Und die Kinder, die waren wiederum meine Puppen. Und sie muss Helmer verlassen. Sie auf die Vorwürfe, dass sie ihre heiligsten Pflichten als Mutter vergesse, antwortet sie, ich habe andere Pflichten, die ebenso heilig sind, die Pflichten gegen mich selbst. Ein Skandalstück zu jener Zeit. Sie verlässt ihre Kinder und ganz schrecklich ist eben diese
diese Lügen, die in dieser Familie eben über 8 Jahre lang hinweg geherrscht haben. Diese Lebenslüge, auf die ihre ganze Ehe aufgebaut war. Das macht sich deutlich als in einem Gespräch zwischen Thorwald und ihr. Thorwald erzählt ihr, dass Krogstad eine Unterschrift gefälscht hat und verurteilt ihn, und zwar vor allem deswegen, weil er so gelogen habe, weil er seiner Familie nicht gestanden habe, was für eine Schuld er auf sich genommen habe. Und das wäre das Entsetzlichste, was überhaupt passieren könnte. Und Nora fragt, weshalb? Und Thorwald antwortet, weil ein solcher Dunstkreis von Lüge in die ganze Familie Ansteckungs- und Krankheitsstoff bringt. Jeder Atemzug, den die Kinder in einem solchen Hause tun, ist erfüllt von Keimen irgendeiner bösen Tat. Sein Schluss, fast alle früh verdorbenen Menschen haben lügenhafte Mütter gehabt. Nora kommt nun tatsächlich eben in eine Krise, verdirbt sie ihre Kinder, und das wird eben schließlich ihren Entschluss erleichtern, das Haus zu verlassen auf der Suche nach ihrer wahren Identität zu gehen. Und sie weiß, dass sie ihre Kinder in guter Obhut zu Hause, auch bei Freunden, zurücklässt. Nora oder ein Puppenheim, 1879. Was ist aus der romantischen Liebe geworden? Aus der romantischen Liebe eines Friedrich Schlegel, eines Kleist, eines Novalis. Es ist eine Lebenslüge geworden. Die Verkennung der Realität, ein Machtverhältnis zwischen Mann und Frau, ein Verhältnis, in dem der Mann die Oberhand hat, der Führer wird und die Frau zum Püppchen degradiert hat. Wir werden das nächste Mal uns einem anderen, weiteren Stück eines nordischen Schriftstellers zuwenden, Fräulein Julie von Strindberg. Und da wird deutlich, wie Ende des 19. Jahrhunderts dann aus diesem romantisch-harmonischen Verhältnis zwischen Mann und Frau ein Geschlechterkampf geworden ist.